Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan liegt nach Angaben der Wahlbehörde im Rennen um das Präsidentenamt vorne, muss sich aber voraussichtlich einer Stichwahl stellen. Offenbar hat keiner der beiden Hauptkandidaten die 50%-Hürde erreicht. Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Die Wahlkommission gab an, dass Erdogan und seine islamistisch geprägte AK-Partei auf 49,49% der Stimmen kommen, während sein CHP-Rivale Kemal Kılıçdaroğlu auf 44,79% kommt. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Berichte über Erdogans angeschlagene Gesundheit, die steigende Inflation in dem Land und zwei verheerende Erdbeben, in deren Folge die Regierung für ihre Reaktion heftig kritisiert wurde, beeinflussen Experten zufolge diesen Wahlausgang.